Meine Mama hat ein Bart, dein Vater aber nicht. Du Arschgesicht. Das war's von mir. Ich war Captain Phillips. Ich wünsche Ihnen einen schönen Flug. Machen Sie es gut. Machen Sie es besser. Machen Sie es am besten. Wir notlanden mal hier an dieser Stelle. Meine Damen und Herren, wir haben Turbulenzen. Oh! Oh! Oh mein Gott. Was stellt ihr vor, ich werde jetzt gelandet. So, wo ist denn Hildegard? Hildegard. Einen Moment mal. Wir müssen zum Container, welchen man bewegen kann. Der ist hier irgendwo. Da an der Kurve, wo wir gedriftet sind, Leute. Okay, bei Valentin im Flieger. Geil. Valentin, bist du schon gelandet? Wenn nein, versuch mal zu landen. Hey Leute, hier sind so viele Flugzeuge abgestürzt, was macht ihr? Oh, der ist gelandet. Boah, was für eine Landung. Hildi! Da ist Hildi. Hildi, pass auf! Wow. Komm, Hildi. Hildegard, hast du dich heute rasiert, hör mal? Ja, ne? Oh, du siehst ja mal ganz schick ausrasiert. Komm, Hildegard. Wir müssen was testen. Hilde, 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 Hildegard, Hilde, 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 Hildegard, Hildegard rasierte heute ihren Bart. Hildegard, darf ich einmal schießen auf dich? Hast du noch Leben? Das heißt ja. Bam! Okay, danke schön, Hildegard. Epronoop beklaut mein bestelltes Flugzeug. Epronoop, gib's ein bestelltes Flugzeug zurück. Sonst gibt's keinen Nachtisch für dich. Also, Hildi. Wir haben hier so einen Container. Da ist schon jemand drauf. Den kann man mit einem Fahrzeug wegschieben, aber wie stark ist es, wenn du dagegen schlägst? Warte, lass mal ein paar hier hoch. Die wollen alle hoch. Hildegard, Fass! Hildegard? Okay, ich habe ein anderes Spiel. Ey! Niemand! Spritz Hildegard an! außer, wie hieß nochmal Hildegards Ehemann? Udo. Außer Udo. Ich habe eine andere Idee, das ist auch hier in der Nähe. Wo wir diese Auto-Crash-Challenge machen, das ist hier in der Nähe, in diesem Dings, in der Box. Wir spielen gleich Flüchte vor Hildegard. Guck mal, was hier ist. Hildegard, komm mit, steigt ein, wer alles einsteigen kann, kommt. Vorsichtig, Tim, vorsichtig, vorsichtig. Du weißt doch, wo diese Rampe ist hier, ne? Wo man wegspringen kann, rüberspringen kann. Was ist das denn? Warte, warte, warte. Stopp, 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 stopp. Obwohl, flieg erstmal damit rum. So, du kannst, Tim. Mach mal bitte Platz für Tim. Ist besser so, als dass er wenden muss, weil da kann es Probleme geben. Okay, nicht warten, nicht warten. Die fallen immer weg. Das ist normal. Du musst jetzt nach rechts und dann über die Rampe jumpen. Bitte. Und dann geradeaus. Du weißt, welche Rampe ich meine natürlich. Ne, gib einfach Gummi. Komm, zieh, Junge. Ja, Feuerwehrwagen. Geh mal weg da, bitte. Gib Gummi. Egal, die fallen immer. Das ist normal. Oh. Container, bleib mal stehen. Also land mal. Komm, wir spielen erstmal ein anderes Spiel. Geht mal bitte alle auf den Container drauf. Fade, lass mal bitte kurz einmal fallen. Wir spielen Container-Rodeo. Oh, kannst du ihn wieder aufnehmen so? Wartet, Leute.
Ja, kannst du, okay, lass ihn bitte wieder fallen. Boah. Okay, Leute, drauf, drauf, drauf. Dann kann Fall wieder den Container aufnehmen. Du hast schon aufgenommen? Habe ich jetzt nicht gesehen. Es waren noch nicht alle drauf. Bestie, ich hoffe, du warst nicht drauf, ansonsten bist du tot. Komm, lass mal wieder. Ne, Bestie ist da. Bestie! Aber Bestie, du hast keinen Fallschirm. So, komm, versuchen sie aufzunehmen, sonst will keiner anscheinend. Bisschen nach rechts von dir aus. Aua, aua, der bringt uns alle noch um. Ne, kommt Leute, kommt mit. Ein Moment. Bestie, komm mit, ich eskortiere dich. Special Delivery. Bestie, Bestie, Bestie. Nein, NTM, du bist keine Bestie. Bestie, Bestie, jawohl. So Leute, der Rest kommt einfach mal mit. Wir spielen jetzt gleich Flüchte vor der Bestie. Ihr dürft die von mir aus gleich schlagen, aber nur wirklich mit der Faust schlagen, wenn ihr euch traut. Aber eigentlich solltet ihr vor der Bestie flüchten. Bestie, bist du bereit? Kannst du Mittelfinger zeigen so? Du kannst sogar schießen? What the hell? Alter, ohne Witz. Eigentlich muss es eine Lobby geben, wo jeder eine Bestie ist und einer ist normal. 29 gegen einen normalen. Alter, er kann sogar einen Mittelfinger zeigen. Ey, was ist das denn für ein Vieh? Hui, halt dich fest. So. Okay, schön gepackt. So, wir gehen in die Mitte rein. Und dort spielen wir halt Flüchti, Flüchti vom Bestie, Bestie. So. Oh. Okay, Bestie. Wo ist der Rest? Hast noch viel Leben? Ja? Jetzt auch noch? Ja. Okay, Justin, herzlichen Glückwunsch, Justin, du bist Zweiter geworden. Wie fühlt sich das an, ewiger Zweiter zu sein? Beim Modetreff Zweiter, hier jetzt Zweiter. Hör mal, du bist nur der Zweite immer. Du bist meine zweite Wahl bei der dritten Wahl. So, einmal Markierung. So, sind alle da? Beeilt euch bitte, kommt alle sofort hier runter. Also, flüchte vor der Bestie ist. Komm Bestie, geh mal dahin, ganz am Rand bitte. Der Rest geht auf anderen Seite. Wir müssen vor der Bestie fliehen. Wenn die Bestie dich einmal schlägt, dann bist du ja sofort tot. Und deswegen solltet ihr aufpassen, Leute, dass die Bestie euch nicht fangt. Bitte nicht am Rand sein, wagt auch mal ein bisschen was. Wie gesagt, ihr dürft die Bestie auch schlagen, wenn ihr euch traut, aber die hat sehr, sehr viel Leben. Die wird euch mit einem Schlag wegkicken.
Und ich würde sagen, flüchtet vor der Bestie in 5, 4, 3, 2, 1, go. Die Bestie ist da. Die Bestie ist da. Das war's dann, meine Damen und Herren, mit dieser Folge von GTA 5 Online. Nicht vergessen, am Tag kommen immer zwei Folgen von GTA. Einmal um 12 und einmal um 15 Uhr. Meine Empfehlung, schaut euch einfach nach 15 Uhr beide Folgen an. Dann habt ihr insgesamt über 20 Minuten GTA 5 Online. Das war's auf jeden Fall für heute. Haut rein. Ich habe gesagt, haut rein. Das heißt so viel wie tschüss. Das heißt, du kannst jetzt wegklicken. Du sollst nicht jemanden schlagen, du sollst... Hau ab. Hallo? Das war's für heute. Finito. Ende. Finish. Fisch. Du Fischkopf, hör mir zu. Ende. Alter, was ist denn kaputt mit dir? Hallo? Das kostet doch ganzen Strom, Internet, was... Ich verstehe dich nicht. Warum hörst du mir denn noch zu? Klick doch weg, es kommt doch nichts mehr. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Wer zahlt denn bei dir? Bist du reich? Oder hast du Hartz IV? Dann bist du reich. Denn du hast dann mehr als wir hier. Hallo? Ey, das ist doch jetzt ein Witz. Klick doch einfach weg. Komm. 3, 2, 1 jetzt. Ah, du klickst zuerst. Nein, ich klick nicht weg. Du klickst weg. Nein. Alter, hast du Tomaten auf den Ohren? In den Ohren? Über den Ohren? Hinter den Ohren? Ist mir egal. Hörst du mich nicht? Okay, jetzt aber. Du klickst weg. Nein, du klickst weg. Ich klick nicht weg. Du klickst weg. Du machst zu. Immer das Gleiche mit dir. Ja, okay. Ich klick jetzt weg. Wie, du willst weg? Ich klick als erstes weg.